Hier sind auch nochmal Spinte. Allerdings sieht es nicht so aus, als könnte ich die öffnen. Noch irgendwas hier, was ich vielleicht öffnen könnte? Unter Umständen? Nö. Okay. Also, wo muss ich... Moment. Muss ich erstmal gucken, wo ich hier überhaupt zurück muss. Ja, hier durch. Da bin ich hergekommen. Hoffen wir mal, dass die Kameraden jetzt nicht runterkommen. Ich meine, wäre das jetzt ein Riesen... Ich glaube, da muss ich... Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wo ich... Nee, da muss ich. Ich muss da lang. Ziemlich sicher. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt Sinn macht. Also. Ich will die Lampe. Da will ich... Da reicht das Messer, denke ich, weil ich glaube ja nicht, dass hier jetzt nochmal großartig was kommt. Hier war ich ja schon, habe eigentlich alles geregelt. Kann natürlich sein. Ja, dass ich aus Versehen mal die Waffe nehme. So, jetzt sind wir hier oben. Da vorne hat es mich eben schon. Gott, jetzt habe ich da gedacht, jetzt wartet da schon jemand auf mich mit einem Messerchen. So, Freunde, genau da war das gewesen. Also jetzt bin ich mal gespannt. Oh, warte mal. Ging in dem Spiel ducken? Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe es bis jetzt immer körperlich gemacht. Ja. Also. Ja, was hat denn das jetzt für einen Sinn hier? Frage ich mich. Also es hat ja geheißen, dass irgendwelche Materie sich wieder zusammensetzt. Vielleicht war das jetzt... Okay, das ist, da komme ich nicht dran. Das ist so niedrig, dass ich da an den Fußboden anstoße bei mir. Also das funktioniert so nicht. Also gut, damit stoße ich an die Wand. Also ich halte das jetzt nochmal dahin, auf dass es sich etwas auflade. Ja, und dann gehe ich jetzt vielleicht nochmal nach hier, um zu gucken, ob das hier irgendeine Wirkung äußert. Da hinten liegt auf jeden Fall eine Kiste mit irgendwas. Die grüne da. Ja. Okay. Also, wenn ich schon mal hier bin, toll. Habe ich gedacht, gucke ich mal, ob hier was drin ist. Nicht. Schöne Scheiße. Aber hier scheint es eine Art. Also entweder. Aber. Okay. Das ist ja gar nicht so übel. Was auch immer das macht. Was auch immer das macht.
Okay. Ach, da war ja noch einer begraben. Gut zu wissen. Also gut. Ja, Munition hätte mich jetzt auch ein bisschen gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem in rauen Mengen, wie es auf den ersten Blick ja aussah da unten. Aber das Glück haben wir dann doch nicht gehabt. Jetzt hoffe ich nur, dass diese Aktion jetzt da nicht hier wieder dafür gesorgt hat, dass hier auf einmal wieder einen Haufen Gegner rumschlupsen. Die Kiste hatten wir, also wir hatten sie eigentlich geöffnet, aber ich mach's nochmal, weil wir hatten ja inzwischen leider einen Punkt, an dem wir gestorben sind. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es das übernommen hat. Hat's, alles klar, mach weg. Nur zur Sicherheit, diese kleinen Artefakte da, die können ja dann vielleicht doch mal irgendwo hilfreich sein, vielleicht aber auch nicht. Wieder tiefste Gangart. Reiß hier bald doch ein Greenscreen von der Wand, wenn ich so weitermache. Benutze übrigens eine, ich will nicht sagen neue Aufnahmemethode, aber eine andere Kamera zum Aufnehmen, beziehungsweise die HD-Webcam vom Laptop oder am Laptop angeschlossen für die Aufnahme der Facecam beziehungsweise Bodycam. Und ich hoffe natürlich zum einen, dass das Ergebnis vielleicht qualitativ ein bisschen besser wird als auf der Schnupsel-Videokamera, die ich normalerweise dafür benutze. Und zum anderen hoffe ich, dass es überhaupt was wird. Sollte es aber im Endeffekt irgendwie kacke aussehen und man sehen, dass ich den also nicht richtig ausblenden konnte aus irgendeinem Grund, dass das irgendwelchen Schimmer noch gibt, dann tut es mir leid. Dann werde ich das aber bei den nächsten Aufnahmen auf jeden Fall berücksichtigen. Ich sehe es ja dann auch, wenn ich es rendere, ob das funktioniert oder nicht. Nur sollte es jetzt kacke aussehen, wenn ihr das Video seht, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ihr könnt immer davon ausgehen, dass ich das Beste gebe, was ich kann, um euch hier ordentliche Videos zu produzieren. Nur manchmal reicht es halt nicht. Das ist ja jetzt cool hier. Hier sind jetzt lauter Leute. Oh, was ist das denn? Ich glaube, sowas haben wir schon mal gehabt, ne? Soll ich vorsichtshalber mal Schießgewehr rüsten? Also ich hoffe. Oh, Ladebildschirm. Sieht jetzt alles wieder so ein kleines bisschen zivilisierter aus, sage ich jetzt mal. Jetzt wird das immer roter hier. Ich hoffe wirklich, dass ich aus diesem Tempel jetzt mal rauskomme. Ich war da lang genug, bin ich der Meinung. Vielleicht gibt es jetzt auch einen Epic Boss Fight hier. Ich weiß es nicht. Es könnte es auch sein? Wer sind Sie denn? Fliegen? Wespen? Ja, das sieht aus wie ein Wespennest hier ein bisschen. Würde ich jetzt mal sagen, diese Öffnungen da. Da und da und da. Ja gut, ich sehe jetzt, ich sehe jetzt eh keine Wahl, außer hier reinzulaufen und zu gucken, was passiert. Oh nein. Was? Also ich kann nichts machen, es ist eine Cutscene. Ha 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 ha.
Okay. Ich gehe erstmal wieder da rein. Also, Viehzeug ist da. Ist mal ernsthaft. Waffentechnisch. 40, das bringt mir doch nichts gegen das Vieh. 40 Schuss. 40 Schuss? 40 Schuss Schrotflinte, ein Molotow-Cocktail. Ich habe nur noch zweimal Medis. Und 60 Schuss im Sturmgewehr. Das bringt doch gegen das Ding nichts. Frage ist nur, was mache ich hier jetzt? Da unten ist irgendeine Scheiße. Kann ich da runterfallen? Nö, kann ich nicht. Das ist ja schon mal gut. Kann ich hier runterfallen? Kann ich auch nicht. Die Frage ist jetzt... Moment. Also wirklich leuchten tut es nicht. Ich vermute. Eventuell versuchen da hochzuklettern. Also was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein, ne? Vielleicht aber auch irgendwo ein Artefakt einsetzen. Ah ja. Simsalabim Ding Dong. Jetzt muss man nur gucken, was hier jetzt passiert, wenn ich das mache. Ah ja, das ist ja cool. Richtig cool. Gefällt mir gut. Allerdings könnte ich Pech haben und jetzt kommt das Würmchen. Hä? Oh, das ist ja wohl gewesen. Oh nein, ich muss es nehmen. Ich muss gleich kämpfen. Haben wir denn Muni ohne Ende? Oh, die linke Hand, ne? Ist die gute. Ich muss ja nachladen auch noch. Alles klar. Feierabend. Geile Scheiße. Schön, ja? Ja, ich habe noch nie einhändig mit der M134 geschossen. Ja, in keinem Spiel. Ja, muss er aber auch nicht sein. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier nicht allzu viel nachholen müssen. Dass wir wieder in dieser Höhle sind direkt. Straight in the Höhle. Und was ich jetzt vielleicht tue, beziehungsweise, nee, jetzt sind wir ja hier, ne? Jetzt sind wir hier. Jetzt checke ich vielleicht vorher mal diverse Möglichkeiten ab. Ja, und die sind nicht sehr divers. Die sind nicht sehr divers, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben drei Löcher in der Wand, da kann der Fisch rauskommen, der Fisch muss weg. Ja, ist klar. Ganz einfach, nicht vergessen, das Gewehr nachzuladen und... Ach, wie doof. Ja, in der gleichen Hand habe ich auch noch das Serum. Das heißt, ich muss da... Kann ich nicht irgendwas? Bitte. Kann ich die wegschmeißen, bitte? Die Waffe. Ich brauche die doch nicht. Das ist doch jetzt kacke. Ich möchte das Gewehr gerne... Bringt das vielleicht was? Ich weiß es nicht. Ja gut, ich werde es einfach nochmal probieren müssen, ne? Sei es drum. Yeah!
es. Ah, ich sage euch, es ist scheiße. Du hast in der gleichen Hand die Waffe, wie du deine Medis hast. Das ist doch nichts. So, und dann hast du auch noch verschwommenes Bild, wenn du getroffen wirst. Solltest natürlich auch noch irgendwie was sehen. Siehst natürlich nichts im Menü, weil ist ja ganze Fresse voller Blut. Also da muss ich es. Jetzt mal ernsthaft. Kann ich irgendetwas vielleicht wenigstens ablegen? Ich muss mal die Knöpfe angucken hier. Wie heißen die denn hier nochmal auf der... Das ist okay. X. Also ich muss auf jeden Fall... Wirklich, also... Ich kann auch nichts wieder ablegen. Ich kann bloß hoffen, vielleicht... Aber nur vielleicht... Tauscht er, wenn die Waffe leer ist, automatisch. Jawohl. Jetzt hat er dies. Jetzt hat er das auch wieder abgelegt. Also ernsthaft, Mädels und Jungs. Hallo. Ich sehe nichts, wisst ihr? Ich sehe einfach nichts. Und warum setzt... Warum behält er die Scheißwaffe nicht einfach in der Hand? Warum muss ich mir darum Gedanken machen? Das ist doch zum Kotzen. Warum muss ich mir über sowas Gedanken machen? Ganz ernsthaft. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Naja, das ist doch Blödsinn. Ganze Zeit gehe ich davon aus, ich habe mein linkes Inventar, habe da meine Sachen in der linken Hand. Sobald ich... Also, das ist ja genauso... Das ist ja genauso beschissen. So. Ach, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also, das ist echt nicht... Das ist echt nicht schön. Ja. Ich habe jetzt gedacht, ich mache mir das in die linke Hand. Wumme in die rechte, ja, auch wenn die Hand gebrochen ist und alles. Und dann kann ich hier arbeiten. Aber nein. Okay. Es scheint nur bei Waffen. Aber ich habe es dann gleich wieder in der Hand. Okay, also jetzt muss ich gucken, dass ich gegebenenfalls... Okay. Gar nicht erst rankommen lassen. Alter. Hallo, hallo, ich brauch das Ding. Ist doch nicht zu fassen. Also, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich habe das Gesicht voller Blut. Ja? Ich sehe nichts. Okay. Also, ich muss mir definitiv versuchen, eine bessere Position zu suchen. Bevor das Vieh rauskommt. Und dann haben wir ja gesehen, kann man das eigentlich, wenn man es permanent trifft und wenn man auf seine Munition achtet, dann kann man da durchaus
dann kann man da durchaus eine Chance haben. Aber ich habe nur echt nicht viele Ausweichmöglichkeiten hier. Ich bin hier sehr nah an der Wand. Ich muss auch mal gucken, dass ich hier vielleicht... Ja. Also, ich muss irgendwie versuchen, ich... Sag jetzt mal... Von hier aus habe ich eigentlich alles ganz gut im Blick. Am liebsten wäre mir aber der Punkt da in der Mitte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ein Stück weiter hinten. Einfach, dass ich es auf Distanz halten kann. Das ist jetzt hier so nicht möglich. Aber von hier aus habe ich es eigentlich alles ganz gut im Griff. Beziehungsweise ich müsste mir vielleicht sogar noch merken, aus welchem Loch das Vieh kommt. Damit ich sagen kann, okay, ich weiß jetzt, es kommt da raus, dann gehe ich da ins Eck. Wenn ich weiß, es kommt da raus, dann gehe ich hier rüber, damit ich es auf Distanz halten kann. Leider habe ich den Algorithmus noch nicht ganz verstanden, den das Vieh hat. Jetzt komm! Ist das zu fassen? Oh Leute, ein bisschen, also ein, gut, ich kann mich erinnern, ich habe den Schwierigkeitsgrad normal gewählt. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch umstellen kann, an der Stelle wäre es mir eigentlich am liebsten, weil das kann hier dauern. Ich weiß noch, das erste Vieh, das man bekämpft hat mit dem Flakgeschütz, das hat er auch, da bin ich auch 70.000 Mal gestorben. Und da musste er auch jetzt permanent draufhalten. Eiland sagt, das ist nicht besonders schön hier, das gefällt mir nicht. Not funny. Definitiv nicht.